searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Servus, grüß dich und herzlich willkommen auf das Weirdstyle Show. Heute, also in der gestrigen Folge, haben wir noch den Mist aufgeladen. Heute werden wir den Mist ein bisschen entsorgen, unter Anführungszeichen entsorgen, will ich jetzt gar nicht sagen. Ich will nur schauen, wo wir den jetzt hier kippen, weil ich bin gerade am überlegen. Soll man da an die Ecken her kippen oder drüben beim Hernerstall? Jetzt bin ich wirklich gerade am überlegen. Södala. Ich glaube, dass was drüben gescheiter ist. Aber ja. Wir haben jetzt Zeit. Wir probieren jetzt überstudieren. Ich glaube, dass wirklich drüben gescheiter ist. Ja, so. Da hockt wieder kein Fahrer drin am Traktor. Ist ja Wahnsinn. Aber der Schotten ist schon geil. Ja, das geht halt im Multiplayer immer, wenn man allein spielt, immer auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt 50 FPS. Ja, bei den Streams habe ich oft nur 30, aus dem Grund, weil aber der Computer eine viel höhere Energieleistung braucht, als wie wenn er nur spielt. Durch das ganze Streamen, Verarbeiten, braucht mein Computer einfach viel mehr Leistung. Darum benötige ich einfach wieder einen neuen PC. So ist es. Aber was willst du tun? Es wird keinem was geschenkt. So. Ich meine, dass man da herkippen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Links, na, so schauen wir nicht hier so. Aber ja. Ja. Also zum Einkippen geht es viel schneller, aber zum Außerkippen, dauert das ein bisschen hoch. Schaut so aus. So, dann tun wir das nächste nochmal zu laden. Den zusammen werden das noch, also 24 und 24, also 8000 waren drei ganze Kipper, aber drei ganze werden wir nicht zusammenbringen. Aber dann tun wir die Folge mal Mist viel und Anfangszeichen und dann wird es eh bald zum Dreschen werden, schätze ich mal tief. Ja, schauen wir mal. So. Da. Bisschen wie Entspannungsmusik, ha? Aber was willst du denn? So. Ist jeder richtig gerade? Ja. Chillig ist schon lustig. So, 3000 mit 2 sind 6500. Na. Ich muss aber da die 40 dazu rechnen. Warum hat der jetzt nicht genommen? Ne, ich zu das genommen. So. Aber ja. So ist das. Schreibt mal in die Kommentare, welche Maschinen und Mods ihr auf der Walchen sehen wollt. Ich weiß natürlich, was ich habe. Also nicht, ich will jetzt eine Reform und einen Linktrag und dies sehen. Das sind dann schon realistische Sachen, wo ich sage, hey,
Das kann man nehmen, das muss man aber nicht. Und jetzt bin ich aber einmal überlegen, welche Traktoren ich nehme. Ich war jetzt kurz davor entschlossen, einen Trend 312 Vario zu nehmen. Dann bin ich wieder gerade dabei, dass ich einen Valtra N nehme. Ja. Unterschiedlich, muss man so sagen. Dann will ich wieder einen T5 nehmen, aber ja, sind nicht. Ich fahre halt wirklich gerne in Holland. Oder ein Landtruck. Aber Landtruck ist halt auch relativ von der Karosserie. Klar, die Maschinen sind halt da alle größer aufgebaut. Aber ich glaube, mit dem Landtruck haben wir auch wieder nichts. Aber ja, schauen wir mal. So. Dann sind wir gleich wieder voll. Ist ja Wahnsinn, wie der Huf der Traktor. Ja, ein Ford wird eigentlich auch mal nehmen, den alten Mod Contest, aber ja. So, dann machen wir gleich die Schaufel wieder voll. So. Da gehört da orange das Gaspedal, finde ich persönlich, schaut besser aus. Aber das ist Geschmackssache. Das ist, kann ich nicht einfach so. Weg ist. Warum renne ich denn schon wieder so schnell? Das passt ja nicht zusammen. Das passt alles nicht zusammen. So. Sollte sich hier, das passt, das geht sehr aus. Super. Mir ist er nicht angefahren. Muss man auch dazu sagen. Ja, das ist ein bisschen chillige Musik dran. He? Schaut so aus, als wir der chillige Runde sind. Und dann machen wir jetzt ein schönes Fahndbild auf der Brücke. He? Aber ja, so ist es. Ja, dann wären wir jetzt Gewicht 98%. Da müssen wir fast 5 Euro zahlen für das wieder. Aber ich verstehe das sonst auch nicht. Ja. Das schaut gar nicht mehr gut. Es ist minimal sauber, aber das bisschen verkrauft man da so. Abkippseite mal links. Das heißt, wir können da richtig wieder schön daneben hinfahren. Fast, weil der Mist gibt ja nicht nach. Ja, dann kippen wir mal an. Ja, realistisch natürlich. Er kippt. Hinten kippt er nichts, er hat alles vorne auf. Aber ja, ich sage jetzt gar nichts dazu, das ist Spiel. Kann man auch nichts tun, ist auch der Steinerkipp, also kann nicht einmal sagen, dass ein Motor irgendwas da gepfuscht hätte. Aber so ist es. Was will man denn tun? Ihr schreibt einfach wieder mal in die Kommentare, wo sie noch sehen wollt, jetzt wenn wir da nicht dreschen. Pferde müssen wir noch retten. Machen wir vielleicht nächste Woche. Ah, nächste Woche. Ja, theoretisch glaube ich ist eher nächste Woche eigentlich so. Wenn wir Pferde retten in der ersten Folge am Montag. Ja, 3 Folgen die Woche haben wir ja gesagt, dass wir ja gut im Plan sind. Aber dass wir das Projekt, also ich habe da nicht so viel Zeit zum Folgen aufnehmen und die Zeit, was ich nehme, gängen sie gemütlich 3, meistens 5 Folgen auf. Aber meistens ist es eh so, dass ich einmal 5 Folgen aufnehme und dafür aber
für die anderen, wo ich die 2 Wochen wieder eh keine Zeit hätte. Das geht sie meistens eh gut aus, dass ich das immer so in den Rhythmus habe. Meistens, dass ich für Montag dazu immer, also ich tue meistens Montag, Mittwoch, dann, also Mittwoch, Freitag, Montag aufnehmen. Und dann nehme ich wieder am Freitag auf und habe für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Es ist auch immer so ein komischer Rhythmus. Manchmal habe ich mehrere Zeit, manchmal habe ich gar keine Zeit. Jetzt habe ich zum Beispiel fast 3 Wochen keine Zeit gehabt zum Aufnehmen. Ich habe 3 Wochen jetzt wirklich nicht aufgenommen. Vorproduziert, jetzt hat es 1 Woche nichts gegeben. Ja, und das ist halt dann auch immer. Das Ding. Was soll ich sagen? Einmal kommen die Folgen, einmal kommen sie nicht. Ich habe jetzt glaube ich insgesamt seit 4. Februar, seit ich das Projekt gestartet habe. Das liegt vor mir, das sagt man. Habe ich, hoppala, 3 Wochen kein Video gebracht. Also früher war es ja jeden Tag unter der unter der Woche und jetzt ist es noch alle 3 Tage, ob er kommt, sollte aber so auch von meiner Seite her schön kommen, da es angenehm ist, relativ immer ab und zu. Man kommt eh fast zu jeden Tag eh nicht zum YouTube schauen, aber wenn man berufstätig ist oder einfach Schule hat. Ja, was ist das? Schauen wir, ob wir dann mal die Seiten noch kriegen. Hein? Ich glaube, dass wir das auf der Seite außen nicht kriegen. Oh ja, Wahnsinn, ha? Hey, ist da, was ist mit der, du? Genau, aber da gibt's ja auch schon auf der Seite, kommt's ja auch schon so raus. Bei dem Traktor kann es da relativ na gut alles geht. Aber ich kann mir persönlich nicht gut vorstellen, wie groß das ein Traktor ist, wenn ich jetzt so vor. Aber das ist Gewöhnungssache. Und ich habe jetzt so viel schon 18 Stunden, aber 18 Stunden zufahren, 18 Stunden zufahren, ist halt einmal der Unterschied, ob ich jetzt mit Frontlader fahren muss oder mit dem Mähwerk oder Schwader. Mähwerk von Mähwerk sicher ja genau alles, was ich tue. Und das ist halt auch der Unterschied. So. Theoretisch müsste jetzt. Schauen wir mal. 2000. Mist. Hä? Was heißt, da sind 17.000 drin? Ich glaube, dass das nur zum Synchronisieren ist. Aber ja. So, da. Aber ja. Ja, das geht einfach aus. Die haben einfach Kollision, warum auch immer. Obwohl, wenn man jetzt so geht. Es hat eine Player-Kollision, aber keine Deep-Kollision, wie das heißt. Das heißt, Blödsinn, dass ich bin ja dünn. Gib mir ja sicher durch. Deep-Kollision heißt, dass die was abladen kann und es geht nicht durch die Wand und das wird vielleicht das nicht haben. So, obwohl es eine Kollision hat. Für Maschinen, Mama mia. Und Spieler. So ist das. So ist das. Aber ja. So, ich bin ja gespannt. Ich frage heute meinen Kollegen, wie weit das er mit der Walchen ist. Ich habe jetzt an der Wahl wieder was Neues gebaut und der tut auch da gerade
Verbesserungen machen. Das heißt, mit der Falcon V1 wird es offiziell zwei neue Gebiete geben. Und in der V2 wird es nochmal neue Gebiete geben. Also, seien wir gespannt, wo es da rauskommt. Schaut zum Fahren. Ah ja. In der Mitte kommt fast nichts, aber da ist ein Fuhren lang früher und... Aber ja, das ist ein Spiel. Ärgern wir uns nicht. So, fahren wir wieder rauf. So, Wollpalette müssen wir auch wieder wegstellen. Beziehungsweise stummer sein, gleich nur Fähre rutschen. Bin Frontlader. Hoppala, das ist sogar schon zwei voll. Ha! Wahnsinn. Ja, wir stellen jetzt da links eine. Wir werden das ja brauchen. Fürs Dreschen. So, gehen wir hintere. Und dann fahren wir mit dem mit der Schaufel nach oben, den Rest lassen wir drin. Uhr 1 ist es im Game. Ist aber schön. 7 Uhr früh, die frische Luft, Vogel zwitschern und den Sonnenaufgang genießen. Also, ich will nichts sagen, aber Es ist schon viel Blödsinn. Ja genau, jetzt kippt man dann gleich um. Ah, jetzt kippt man um. Und Pendelachs geht auch nicht. Danke, danke, danke Wasserkraft. Danke Chance. Ah, aber ja. Ja, normal müsste der Traktor jetzt einen hochgeben, aber sagen wir es keinen, dass der Traktor bei der Frontkontrolle, beim Frontlader, dass die Achse gesperrt ist, wenn ein Frontlader montiert ist. Aber das darf man ja kein sagen, weil es ist ja... Hoppala. Das könnte ja schlimm sein. Aber ja, so ist es. Erst vorher bin ich gefahren ohne Probleme. Jetzt fahre ich ein bisschen, ich will nicht sagen schneller, aber... Aber ja, was willst du da? Naja, ärgert sich da unnötig. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wieder über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder auf der Swiss Touch. Bis zum nächsten Mal. Pfiat, servus.